Jetzt steht mal wieder was ganz Besonderes an. Der obligatorische Wettentest. Obligatorischer Wettentest. Machen ganz sachte. Passt. Ja, sogar eine Küche, schaut euch das an. Das ist doch putzig. Küche mit Waschbecken und Herd und dass man ja so kochen kann. Hier sind Topf und Tassen drin, Besteck. Ich habe jetzt Frühstück bestellt, also ich gehe dann rüber zum Frühstücksservice in diesem Hotel. Das ist kein Problem. Rein theoretisch. Der Müll und Kühlschrank. Da steht schon was drin. Hui. Auf dem Weg zur Gamescom, liebe Zwerg. Da macht Google. Da lang. Verschwitzter Zwerg hier auf der Gamescom. Ich bin heute als Politiker verkleidet. Politiker-Cosplay. Ja, in die Stage. Da schauen wir mal, was wir hier anspielen können, oder? Ja, okay. Ich war vielleicht ein klein wenig gewöhnt. Das erste Mal auf der Gamescom und alles voll laut. So viele Einflüsse auf einmal, so viele Impressionen, so viele, alles, ja, alles bunt, alles knallig, alles voll, alles, ja, wohin zuerst, wohin, ja, also, ich wusste halt irgendwie nicht, wo ich als erstes hinkommen sollte, ja, dementsprechend war ich ein bisschen reizüberflutet. Ganz langsam hier, nicht so schnell ist alles hier voll und ganz viele Eindrücke auf einmal, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, ganz in Ruhe, wo wir als erstes hingehen. Hier wird sich sportlich aktiviert, bei dem Wetter auf der Gamescom, manche machen halt auch Sport. Cosplay, bin Politiker Cosplay. Haben sich als Politiker verkleidet. Natürlich. Ja. Ganz sehr klar, gut. Donald Trump. Sieht man doch. Nee. Wie nee. Sehr freundlich der Typ auf alle Fälle. Donald Trump. Ja. Jetzt will ich aber auch irgendwie was anspielen. Jetzt. Anspielen bekommen.
gar nicht so schlecht. So ein bisschen Castlevania-Look. Kann gespielt werden. So, jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen rüber in Halle 11 schauen, nachdem ich jetzt schon ein paar Spiele angetestet habe in der Indie Village. Schauen wir mal, was sich da drüben so finden lässt. Halle 11, da soll ja wirklich der Trubel abgehen. Geschichte gerade. Sehr gut reagiert, die Toilette.
Tourette jetzt mit dem Cape-Item, mit der Feder. Warum verliert sie aber? Da ist die zweite Münze. Da unten ist die dritte. Mach doch mal. Darfst du mal ins Gesicht filmen? Der macht dann noch Link. Ja. Das ist Joschinski. Hä? Man sieht es jetzt hier nicht so gut, aber Joschinski Cosplay. Halb Drache, halb Frosch, halb Schildkröte. Ich habe mich schon mal gefragt, was das überhaupt für ein Ding ist. Also, halb Dino. Ja, halb Dino, halb Schildkröte, halb Extra. Ja. Fest zu spielen. Da ist die Schlange hier nicht so groß. Es endet hier. Die Schlange endet hier hinter mir. Muss man nicht so lange anstehen, wie bei Pokémon Schwert und Schild.
2019. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Vielleicht bis nächstes Jahr. Das war die Gamescom. Und ich bin fertig.